WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 2. Dezember 1891. Der Geburtstag des Malers und Grafikers Otto Dix. Schon damals habe ich noch gar nicht aus diesen Etiketten gemacht, die man mir angehängt hat. Bürger, Schreck oder Pazifist oder Antikriegsmaler und so weiter. Ich habe eben das gemacht, was ich wollte. Das mache ich heute auch noch genauso. Otto Dix in einem Interview an seinem 75. Geburtstag im Jahr 1966. Es ist ein ganz großer Irrtum, dass ich aus Hass oder aus Moralismus oder aus Verbitterung gemalt habe. Ich habe eigentlich all die Dinge geliebt, die ich gemalt habe, auch die hässlichen Dinge. Ich liebe die Hässlichkeit genauso. Schubladendenken ist dem Künstler ein Graus. Otto Dix wird am 2. Dezember 1891, heute vor 125 Jahren, in Unterm Haus bei Gera geboren. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und fühlt sich diesem Milieu Zeit seines Lebens verbunden, genauso seinen Eltern, die er später finanziell unterstützt. Durch seinen älteren Cousin Fritz entdeckt Otto Dix die Welt des Malens. Oft sitzt er seinem Vetter Modell und Dix liebt den Geruch der Lasuren und der Ölfarben. Er macht eine Lehre als Dekorationsmaler und geht 1910 mit 18 Jahren nach Dresden, um an der Königlichen Kunstgewerbeschule zu studieren. Dresden war damals natürlich eine Kunstmetropole. In den Museen studiert Dix sehr intensiv die Altmeister. Man sieht, dass das Technische, was bei seiner Kunst immer eine große Rolle gespielt hat, ihn damals schon interessiert hat. Sven Beckstätte ist Kunsthistoriker und Dix-Experte. Die allerersten Bilder, die stammen eigentlich von 1910 bis 14, ja. Die sind also zum Teil merkwürdig schwarz. Eigentlich oft nur mit Schwarz, Grau und Weiß gemalt. Alle recht düster. Und später dann die von 14, da wird ja schon dann sozusagen der Krieg vorweggenommen. Der Erste Weltkrieg ist vielleicht das Ereignis, das Dix am meisten geprägt hat. Im ersten Kriegsjahr wird der 22-jährige Dix am Maschinengewehr ausgebildet und gleich an die Westfront nach Frankreich geschickt. Er geht nicht euphorisch in den Krieg, so wie etwa der Malerkollege Franz Marc und andere, die im Krieg die geistige und gesellschaftliche Reinigung sehen. Wenn man dann langsam vorkam an die Front, da war eine Hölle von Trommelfeuer. Da kriegte man langsam wieder Scheiße in den Hosen. Aber je weiter man vorkam, umso weniger hatte man Angst. Wenn man ganz vorne war, hatte man überhaupt keine Angst. Also das sind alles Phänomene, die musste ich unbedingt erleben. Ich musste auch erleben, wie neben mir einer plötzlich umfällt. Das musste ich alles ganz genau erleben. Ich musste das alles selber sehen. Ich bin so ein Realist, wissen Sie? Dass ich alles mit eigenen Augen sehen muss, um zu bestätigen, dass es so ist. Um das zu bestätigen, dass es so ist. Alles selber sehen und alles selber sein wird zu Dix Wahlspruch. Ist Ruhe im Schützengraben oder im Soldatenquartier, dann zeichnet Otto Dix. Ich musste eben alles, was ich sah, das Grässliche, das Fürchterliche, das außerordentlich Unmenschliche, das musste dargestellt werden, um zu sagen, so ist der Krieg und nicht wie er früher dargestellt wurde. Das war meine Absicht. Seine Kameraden haben sich gewundert, wie man eigentlich im Krieg nur so viel künstlerisch tätig sein kann. Aber vielleicht war dieses Zeichnen auch eine Art Schutzschild, um das Grauen, was Dix da gesehen hat, zu filtern. So ist das ein großes Studienwerk geworden, hunderte von Zeichnungen. Und diese Blätter habe ich immer im Tornister mitgehabt, einen Zeichenblock, etwas Farbe auch. Und die habe ich immer mit rumgeschleppt und dann gelegentlich habe ich sie nach Dresden geschickt, zu Bekannten, die haben sie aufgehoben. Diese Zeichnungen, die unter widrigsten Umständen entstehen, bilden die Grundlage des 50 Blatt umfassenden Radierwerkes Der Krieg. Es erscheint 1924 und erregt großes Aufsehen. Das fortschrittliche Berliner Publikum ist beeindruckt von diesen Druckgrafiken. Konservative Kreise hingegen verachten Dix als gnadenlosen Dokumentaristen des Krieges. Wenn Sie sich die Blätter angucken, dann kommen Sie nicht auf den Gedanken, dass das alles von einem Künstler ist. Die sind stilistisch so unterschiedlich, dass man denkt, das kann unmöglich nur eine Hand gemacht haben. Das zeigt, was für ein versierter Techniker er war. Dix beherrscht neben dem altmeisterlichen Stil die Malweise des Expressionismus, des Dadaismus, des Kubismus oder des Verismus.
alles Spielarten der Avantgarde. Man wurde eben durch die Kunsthistoriker eingeschachtelt in neue Sachlichkeit oder magischen Realismus. Das sind natürlich alles bloß Schubladenbegriffe. Während der Weimarer Republik ist der Erste Weltkrieg großes Thema der Kunst. Neben Dix verarbeiten deutsche Maler wie Max Beckmann, Georges Gross oder Ernst Ludwig Kirchner ihre traumatischen Erlebnisse als Soldat. Dix ist einer der wenigen Künstler, die den Krieg von Anfang bis Ende erlebt haben. Ich war immer der Meinung, dass ich realistisch male. Das heißt, es mischen sich natürlich sogenannte expressionistische Formvorstellungen mit ein, aber die sind nicht, wie bei meisten Expressionisten, formaler Natur, ästhetischer Natur, sondern die sind bedingt durch die Motive, durch die absonderlichen, ungeheuren Erlebnisse des Kriegs, die veranlassen, dass eben eine andere Form genommen wird als die, die früher Kriegsmaler angewandt haben. Nach dem Ersten Weltkrieg herrscht in Deutschland Hungersnot, Arbeitslosigkeit und auf den Straßen betteln verkrüppelte Kriegsheimkehrer um Almosen. In dem Bild Prager Straße von 1920 sind Kriegskrüppel auf primitiven Brettern zu sehen, mit denen sie durch die Straßen rollen. Medizinische Versorgung gibt es kaum. Dix Kunst ist politisch, aber der Maler selber ist es nicht. Der Kunsthistoriker Sven Beckstätte. Dann gibt es immer diese kolportierte Anekdote, dass Dix irgendwie sagt, also für den Beitrag, den man an den Partei zahlen muss, für diese paar Mark geht er lieber in den Puff. Dix bewegt sich im Dresdner Milieu. Prostituierte mit überzeichneten, meist hässlichen Körpern, übergroßen Vulven, riesigen Brüsten und ausgemergelten Gesichtern werden zu Hauptfiguren seiner Bilder. Abgetakelte Weiber nennt er sie. Anfang der 20er Jahre widmet er sich der Thematik Lustmord. Diese Bilder, die grausam ermordete Dirnen zeigen, sind rauschhaft und blutrünstig. Damit verstärkt der Maler seinen Ruf als Bürgerschreck, zelebriert eine neue Schockästhetik und muss sich wegen einiger Bilder, die angeblich die Prostitution verherrlichen, vor Gericht verantworten. Diese Prozesse machen ihn berühmt und berüchtigt. Ich glaube, Dix war immer jemand, der in die Extreme gegangen ist, weil sich in den Extremen eigentlich die Zeit zeigt. Und Prostitution war in der Weimarer Republik, vor allem in Berlin, ein sehr virulentes Thema. Berlin war in den 20er Jahren das Bordell Europas. Otto Dix selber bezeichnet sich damals als einsamer Hund. Er ist ein mürrischer Mensch, ein Skeptiker, ein Schweiger mit oft versteinerten Gesichtszügen. In Düsseldorf lernt Otto Dix 1921 seine Frau kennen. Martha stammt aus großbürgerlichem Haus, ist ausgebildete Pianistin, mehrsprachig und beide lieben zu tanzen. Wenn sie tanzen, weichen die anderen Paare oft zur Seite, um Otto und Martha bewundernd zuzusehen. Zu Anfang war das wohl eine sehr glühende Liebesbeziehung. Das Paar bekommt drei Kinder. Nelly, Ursus und Jan. Erst leben Otto und Martha Dix in Düsseldorf. 1925 gehen sie nach Berlin und genießen die Atmosphäre in der pulsierenden Metropole, das Nachtleben, den Jazz. Am Kurfürstendamm hat Dix sein Atelier. Dort beginnt er 1927 die Arbeit an einem seiner wichtigsten Bilder, Großstadt. Er wählt die Form des Triptychons, des dreitafeligen Altarbildes. Großstadt ist über 4 Meter lang und fast 2 Meter hoch. Die mittlere Tafel zeigt eine Tanzszene in einer Bar. Auf den beiden äußeren Tafeln sind Prostituierte abgebildet, die durch die Straßen ziehen. Zu ihren Füßen liegen Kriegskrüppel. Besonders eine dieser käuflichen Frauen sticht ins Auge. Am offensivsten ist die vordere Frau, die auf den Betrachter zugeht, die eine Pelzstola trägt und eine Hand an diese Pelzstola legt. Und das Ganze sieht dann doch sehr vulvamäßig aus. Wobei es sich eigentlich um ein Dürer-Zitat handelt. Eine Anspielung auf Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock, das um 1509 entsteht. Dürer greift mit merkwürdiger Fingerhaltung an seinen Marderpelz. In genau der gleichen Weise fasst die Dirne an ihre Stola. Und das ist natürlich auch schon was Dix auszeichnet, dieses Spiel mit der Kunstgeschichte und das dann fast zu pervertieren. Das Bild Großstadt bleibt immer in Dix Besitz. Nach seinem Tod kauft es die Stadt Stuttgart für 1 Million Mark. 1927 wird Dix als Professor an die Kunstakademie Dresden berufen und er malt weiter an seinem zweiten Hauptwerk. Wieder wählt er die Form des Triptychons und gibt ihm den Namen Der Krieg. Die linke Tafel zeigt Soldaten, die im Morgengrauen in die Schlacht ziehen. Die große Mitteltafel ist ein Schlachtfeld voller Toter und Verletzter.
Auf dem rechten Flügel sieht man verwundete Soldaten, die erschöpft aus der Schlacht kommen. Die große Stärke vom Kriegstriptychon liegt eben dann auch darin, dass es eingebunden wird in einen größeren Kreislauf, in einen sich immer wiederholenden Tagesablauf, aus dem es dann auch kein Entrinnen gibt. Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen, ist Dix einer der ersten Lehrer, die die Dresdner Kunstakademie verlassen müssen. In Dresden zu bleiben, ist jetzt zu gefährlich. Martha Dix zieht die Konsequenzen. Und dann der Bürgermeister, der hat gesagt, will ich das Schwein denn immer noch? Er wurde bedroht. Ein Schüler hat uns gesagt, man will ihn verprügeln. Und er war sowieso nicht der Stärkste. Und da habe ich ihn weggeschickt. Otto Dix verlässt Dresden mit Frau und Kindern und zieht, wie so viele Künstler, an den Bodensee. Das Schweizer Ufer liegt in Fluchtdistanz. Der Dix-Kenner Sven Beckstätte. Dix hat sich immer als deutscher Künstler gesehen mit deutschen Themen. Und das war wohl auch der Grund, warum er hier geblieben ist. Und vor allen Dingen, er hatte noch sehr viele Bilder bei sich im Bestand. Und diese Bilder hat er immer auch als seine Rückversicherung gesehen. Und die wollte er auf gar keinen Fall zurücklassen. Als Martha Dix erbt, bauen sie 1936 ein Haus auf der Halbinsel Höri in Hemmenhofen, hoch über dem See. Dix wird bis zu seinem Tod dort leben. Die beiden Großstadtmenschen Otto und Martha leiden unter dem Landleben. Zum Kotzen schön, findet Dix die Landschaft, vor der er stehe wie eine Kuh. Diese Beschaulichkeit täuscht nicht über die Schikanen des Naziregimes gegenüber Malern der Moderne hinweg. Auch Otto Dix wird diffamiert. Seine Bilder werden aus den Museen entfernt. Viele sind bis heute verschollen. Drei Werke wurden bei dem Kunstsammler Cornelius Gurlitt im Rahmen des Schwabinger Kunstfundes entdeckt, der im November 2013 öffentlich wurde. Darunter ein Selbstporträt. Die Provenienz der Werke ist noch unklar. Damals sind 67 seiner Bilder Exponate der 1937 beginnenden Wanderausstellung Entartete Kunst. Mehrfach wird Dix Haus am Bodensee durchsucht. 1939 wird er sogar verhaftet, weil er beim Hitler-Attentat von Georg Elser im Münchner Hofbräuhauskeller beteiligt gewesen sein soll. Nach einer Woche kommt er aus Mangel an Beweisen wieder frei. Zurück im Atelier konzentriert sich Dix weiter auf das Malen von Porträts, biblischen Motiven, Selbstbildnissen und Landschaften. Er kann es sich nicht mehr erlauben, zu provozieren. Diese ganze Zeit war ja eigentlich so eine Art Emigration, eine private Emigration. Landschaftsbilder sind noch am ungefährlichsten, doch Dix lädt seine Landschaften metaphorisch auf, lässt Gewitter toben, zeigt düstere Wolken und Rauchformationen oder Landschaften im Schnee, die die Stagnation Deutschlands unter der Nazi-Herrschaft symbolisieren. Im März 1945 wiederholt sich die Geschichte für den inzwischen 53-Jährigen. Er wird eingezogen und muss als Soldat in den Krieg. Sein Sohn Jan, wie er zurückkam, war total deprimiert und verbiestert, also es ist ja nichts passiert, aber vielleicht hat er eben dann doch Angst gehabt. Er hatte ja eine wahnsinnige Angst vorm Tod. Regelmäßig entflieht der Maler dem Leben am Bodensee und reist nach Dresden. Dort hat er noch immer ein Atelier, das im Krieg wie durch ein Wunder kaum beschädigt worden war. Und eine Geliebte mit gemeinsamem Kind. Bis ins hohe Alter führt er dieses Doppelleben. Dix ist in jeder Hinsicht Grenzgänger. Er bewegt sich zwischen Ost- und Westdeutschland, wird in der DDR als antifaschistischer Künstler und Vertreter der Arbeiterklasse verehrt. Anders in Westdeutschland. Mit der dort aufkommenden abstrakten Malerei kann er nichts anfangen. Sohn Jan Dix. Für meinen Vater war das auch Tapetenmuster. Hat ihm alles nicht gepasst. War für ihn zu wenig Aussage drin. Ne? Das ist nur ästhetisch. Otto Dix erhält in seinen letzten Lebensjahren viele Ehrungen, vor allem für seine Kunst aus der Zeit der Weimarer Republik. Als Maler der Gegenwart ist er eher unbedeutend. Am 25. Juli 1969 stirbt Otto Dix mit 77 Jahren. Er war einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, mit einem Blick, der sezieren konnte. Vielleicht sehe ich auch etwas schärfer, habe etwas schärfere Augen als wie andere. Entstehen natürlich Dinge, die manchmal peinlich, manchmal penetrant, manchmal zu überdeutlich sind. Aber das ist eben meine Eigenart. Das ist nicht forciert, das ist nicht gewollt, sondern ich muss so sein, weil ich so bin. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Otto Dix, der am 2. Dezember 1891 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.